Ich grüße euch ganz herzlich. Karfreitag, der ganz besondere Tag für die Christen. Ein Tag der Stille, der Traurigkeit, aber auch voller Hoffnung. Mit meinem Video vom 14. April 2017 war ich speziell auf die Bedeutung des Karfreitags eingegangen. Ich erwähne es noch einmal, weil eine sehr große Resonanz, ja großes Interesse daran war. Ihr könnt es euch ja noch einmal anhören. Heute möchte ich die Bedeutung vom Karfreitag und der Auferstehung kindgerecht erklären. Wir wollen unseren Kindern einfach erklären, was es auf sich hat, wenn sie fragen: Karfreitag, was bedeutet das? Karfreitag ist der Freitag vor Ostern und der Tag nach dem Gründonnerstag. Man nennt ihn auch stiller oder hoher Freitag. Wir Christen gedenken an diesem Tag der Kreuzigung Jesus Christus. Dabei gehört das Abendmahl, der Kreuzestod und die Auferstehung eng zusammen. Seit dem 4. Jahrhundert feierte man alle drei Ereignisse in der Osternacht. Doch heute werden diese drei Tage voneinander getrennt gefeiert. Der Karfreitag ist ein Tag zur Traurigkeit, stimmt uns aber auch hoffnungsvoll. Er erinnert an die grausame Hinrichtung Jesus, aber auch an seine Auferstehung. Man nagelte Jesus an ein Kreuz, wo er qualvoll und langsam starb. Doch Gott hat ihn wieder von den Toten auferweckt und das gibt den Christen wieder Mut und Hoffnung. Denn sie sehen es als Zeichen, dass Jesus mit seinem Tod einen Weg für uns zu Gott geschaffen hat. Er hatte also nicht nur die Sünden der Menschen auf sich genommen, nein, er hat uns klar gemacht, dass der Tod nicht das Ende ist. Unsere Seele zu unserem Vater, unserem Gott, zurückkehrt. Für Eltern ist die Geschichte von der Kreuzigung und der Auferstehung schwer zu erklären. Das ist mit Weihnachten leichter. Als Fest von Christus Geburt. Hat dich dein Kind schon gefragt, was feiern wir überhaupt an Ostern? Und warum hat Gott zugelassen, dass man seinen Sohn ans Kreuz genagelt hat? Hatte er ihn denn nicht lieb? Dann kannst du antworten, doch, er hat ihn sogar sehr geliebt. Er hat ihn nicht gezwungen, sondern er ist freiwillig aus der göttlichen Welt zu den Menschen gekommen. Jesus wollte den Menschen zeigen, dass er mit dem Tod nicht alles, dass damit nicht alles vorbei ist. Aus diesem Grund musste er selbst durch den Tod hindurch. Er musste durch den Tod selbst hindurchgehen. Jesus kam wieder nach seinem Tod zu Gott, seinem Vater, durch die Auferstehung. Dein Kind fragt weiter: Und wie ist das mit der Auferstehung? Dann ist deine Antwort: Der tote Körper bleibt auf der Erde und die Seele, der göttliche Funke, geht wieder in die Welt Gottes. Eltern schenken ihren Kindern das Leben. Gott aber hat ihnen bei ihrer Geburt seinen Lichtfunken mitgegeben, weil er jedes Kind liebt. Nach dem Tod und der Auferstehung kehrt dieses göttliche Licht wieder zu Gott zurück. In der Stunde unseres Todes werden wir von Jesus ins göttliche Licht begleitet, in ein neues Leben, in unser richtiges Zuhause. Deshalb zünden wir an Ostern die Osterkerze an. Dieses Licht ist stärker als die Dunkelheit des Todes. Gottes Segen sei über euch.
über dir. Eure Diria.